Irgendeiner steht hier arg vorm. Wer ist denn hier? Wer steht denn hier am Brett? Ich. Ich konnte gerade nichts auswählen. Ich hatte deinen ganzen Körper vor meinem Dingsbums hier. Wie ist das? Du weißt schon. So, bereit. CO2 fehlt noch. So, heute mit dem lieben Olaf. Das wird lustig werden. Das kann ich euch gleich versprechen. Wir haben nämlich gerade eine Runde Offscreen gespielt, zu viert. Und ich habe mich bepisst vor Lachen, weil Olaf so ein richtiger kleiner Angsthase ist. Erster. Zweiter. Ich habe gerade noch mit den Zuschauern, wenn überhaupt welche da sind, gesprochen. Okay, ich bleib im Van. Gucke mal. 99%. Nee, ich bleib im Van. Nee. Können wir nicht machen. Nee. Ich habe ja auch 99. Wir müssen im Van bleiben. Olaf geht alleine rein. Das Problem ist, sie kennen alle die Vorgeschichte nicht. Wer ist jetzt gekommen? CO2? CO2. CO2, Olaf geht alleine rein. Olaf geht alleine rein, haben wir beschlossen, weil wir alle schwanken zwischen 100% und 99%. Und Olaf hat ein Fragezeichen, der muss alleine reingehen. Geht nicht anders. Der ist schon tot. So ein Scheiß. Olaf ist einfach schon tot. Hirntod war er schon immer. Dann müssen wir fahren, es geht nicht anders. Wen betest Darko, du jetzt an? Nee, Darko, Tipp, du müsstest jetzt soweit sein, kauf dir das nächste Mal eine starke Taschenlampe. Die ist heller als die normalen. Hab ich schon. Okay. Oh, 98. Hab ich auch hinzugefügt. 98. Wir haben auch drei. An sich fehlt das Dings, wie heißt man vielleicht? Olaf seiner. Der müsste aber auch schon Level 3, ist doch auch schon Level 3 dafür. Ja. Ja, ich glaube, der hat nicht genug Moneten. Doch. Na, obwohl, er müsste eigentlich was haben an Geld. Also, die kostet 30 oder so und das haben wir mindestens. Ja, okay, das hat bekommen. Jeder. Wie viel hast du eigentlich bekommen, weil du ja gestorben bist? 137 oder so. Hast du bekommen? Ja, ich habe irgendwie allein 110 von der Versicherung bekommen. Ja gut, dein ganzes Zeug, ne? Damit du es neu kaufen kannst. Ja, man das eigentlich versichert. Ist automatisch. Indem wir das Foto machen, da weiß die Versicherung, er ist gestorben, da gibt es das Geld für die Sachen zurück. Also. Oh, was ist denn jetzt mit Olaf? Den für das Foto eigentlich noch mehr. Das hat doch letztes Mal auch so lange gedauert. Nee, wir kriegen für das Foto nur einen Zehner, glaube ich. Besser als nichts. Da ist er. Da ist er, ja. Wo ist denn mein Thermometer hin? Nehmt erstmal die. Oh, wir haben keinen Thermometer mit, ja super. Wow, ich hab das aber nicht hinzugefügt. Wieso jetzt hinten ohne Thermometer? EMF-Reader, Foto vom Geist und dreckiges Wasser fotografieren. Nimmt diesmal jemand eine Spirit Box mit, ich will sie nicht jedes Mal mitnehmen. Ja, nehm ich mit. Ich hab noch. Hab ich noch? Ja, ich hab nur jetzt zwei. Olaf, bist du überhaupt da? Olaf, du musst die Sprachtaste drücken und nicht auf den Boden gucken. Bei mir der. Andere Sache noch, Linda Johnson und alleine. Okay, also Olaf, alleine, hast du gehört? Geh rein. Wer hat jetzt hier einfach aufgemacht? Ich? Und Tyler beginnt jetzt auch so, als wenn die Tür da vorne geöffnet wird. Ich gehe hoch. Ich suche nach Knochen. Bist du hier? Knochen unten im Küchenbereich. Ja, ich komme dann runter. Ich habe Fotoapparat. Bist du hier?
bist du hier? Hier sagt ein blendender Axt im Spiegel. Bist du hier? Nicht reinkommen, der reagiert doch nur alleine. Ach ja. Sorry, vergessen. Bist du hier? Diese Gemälde sind sehr viel. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Ich habe irgendeinen Schlüssel eingesammelt. Treppe unten. Ich hab aber nicht mehr erstmal angemacht. Bist du hier? Bist du da? Bis jetzt noch keine Antwort. Ich versuch's mal unten, da war ich noch gar nicht. Ja, aber lass mich alleine in die Räume. Der Geist reagiert nur alleine. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Hier unten ist auf jeden Fall die Voodoo-Puppe bei der Lampe. Bist du hier? Bist du da? Ich kann die Knochen noch einsammeln. Also, ich hab Foto und eingesammelt. Bist du da? Jetzt hast es sein. Bist du hier? Ich hab den Sicherungskasten. Hab den Sicherungskasten. Wo ist der? Wer ist jetzt hier vorne und leuchtet? Wer ist hier vor mir? Wer hat gerade die Tür zum nach hinten aufgemacht? Ich. Komm mal her. Da ist der Sicherungskasten in die Richtung. Ja. Okay, hier geht's auch nochmal raus. Also ich habe jedes Zimmer nachgefragt, nirgendwo ein Geist. Also keine Box. Auch in dem Raum, ich glaube. Ey, dann geh mal her. Und nimm du das gut. Hab ich. Das Nervige ist, wir haben kein Demonstrat. Wo ist eigentlich Olaf? Ich hab ihn. Hab ihn. Und wo? Drauf am Sicherungskasten. Das hört sich ja voll gut an. Wenn der das Licht ausmacht und wir wollen es wieder anmachen, Prost Mahlzeit. Ich bin's nicht gewesen. Are you here? How old are you? Hat er denn geredet? How old are you? Gib mir ein Zeichen. Ich hab hier einen Adult bekommen. Hat jemand eine Videokamera dabei? Oh, Gefriertemperatur, ich sehe meinen Atem. Und bei irgendjemandem höre ich mich doppelt. Bei mir nicht, weil ich mich gedrückt habe. Hat jemand eine Videokamera dabei? Ich habe auch noch gerade im Dings war ich drin. Ich setze mal hier vorne die Videokamera.
Wasser. Und er hat die Tür dazu gemacht. Hab ein Foto gemacht, hab ein Foto gemacht. Alter Schwede. Hat er eine UV-Lampe mit? Hab ein Geisterfoto. Ich hol sie kurz. Hat einer UV-Lampe? Nein. Olaf ist sicher. Also, ich höre Wasser. Das aber. Oh, ich hab's gerade fotografiert, aber Geisterfoto haben wir ja schon. Keine Fingerabdrücke. Seht ihr die UV-Lampe? Ich komme mit dem Buch. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Dafür musst du ausgehen. Toll, du sagst, wir sollen rausgehen, Olaf geht rein. Dafür musst du rausgehen. Schreib in das Buch. Wer hat denn jetzt die UV-Lampe? Der hat gehaucht. Der hat gerade gehaucht. Mit auf dem Boden in den Raum. Aber im Buch steht nichts drin. Also UV-Lampe können wir schon mal streichen. Hast du auch schon Beweise? Gefriertemperaturen, weil man sieht den Atem. Ist jemand im Van? Ja, bin ich. Dann guck mal nach Geisterorb. Guck mal nach Geisterorb. Kamera vielleicht mal anders ausrichten, weil die nimmt nicht den ganzen Raum auf. Sie nimmt aber einen guten Winkel des Raums auf. Kannst du sie genau in die andere Ecke des Raums stellen wegen der Tür? Ja, Moment. Kannst du sie anlassen? Ist sie an oder aus? An. Okay. Kamera steht. Man sieht nicht wirklich viel mehr. Nee, das ist nicht die Tür, die ich meinte. Wir sehen jetzt keine Tür. Guckt mal, ob es geklappt hat, ob ihr irgendwas seht. Nein, immer noch falscher Winkel. Der Arschlochgeist schmeißt irgendwas nach mir. Neun Abwahlkurs gleichzeitig. Wie war nochmal der Name? Achter, Achtung! Und? Der Name des Geistes ist für dich uninteressant, Olaf. Ich kann auch gerne kommen und ablesen. Das werde ich Ihnen aber sagen. Seht ihr was? Der Name des Geistes ist Linda Johnson. Linda Johnson, okay, schreib in das Linda Buch. Johnson, okay, merke ich mir. Linda Johnson, okay, gut, gut. Linda Johnson, okay. Linda Johnson, du musst Olaf töten. Wie kann das eigentlich werden?
Ich gehe erstmal zurück. Also wir haben hier definitiv keinen. Ich komme erstmal zurück. Ja. Ja, uns fehlt jetzt halt das Thermometer. Aber ich dachte, ich habe das hinzugefügt. Wieso? Ja, unbedingt. Ich werde auch viermal den Namen zu sagen. Hab ich gerade zweimal. Ja, ist einmal. Ich habe zwei oder dreimal gesagt. Fingerprints, Ghost Ops oder Riding. Waschbecken. Vor allem nimmt mal wieder Olaf mit. Eiko und ich bleiben eine Runde hier, wir haben die wenigsten. Jo, ich geh nach Fingerprints. Scheiß drauf, ich geh. Ich hab die Kamera, ich geh nochmal nach Wasserlunzen. Ich nehm das Kruzifix mit. Wenn wir sterben, ihr wisst Bescheid, Darko ist schuld. Der ist als einziges im Bett. So ein Scheiß. Aber wir müssen doch eigentlich immer einen Thermometer Standard haben. Dachte ich eigentlich auch. Ja, eigentlich im krassen Bayerisch reden, hört der Geist uns dann eigentlich. Wenn ich richtig sächsisch rede, ich glaube, da versteht er mich auch nie. Boah, dieses Wasser hier, ne? Das nervt, können wir es ausmachen. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, aber... What the fuck? Was war das? Ich hab die Pumpe einfach mal aufgehoben. Ja, wenn du die hinschmeißt, rennt die normalerweise zum Geist. Soll ich die hinschmeißen? Geh mal in den Raum, wo der ist und werf die da mal hin. Warum läufst du den langen Weg? Geh doch außen lang. Also ich hatte gerade einen Geist in meiner Fresse. Was sah das so schön aus wie auf dem Foto? Noch was schmeckt der? Nee, schöner, das ist ein schöner Holzfäller. Er ist exakt hier gespawnt. Ich hab den gerade hingeworfen, aber da passiert nichts. Fingerprints. Ja, ich meine wegen der Puppe, da passiert irgendwie nichts. Wer hat Fotoapparat mit? Ich, warum? Ich glaube, das Fingerprint ist gerade weggepackt. Das Kruzifix ist auf einmal weg. Damit hast du gerade einen Angriff dann abgewehrt. Wo sind die Fingerabdrücke? Bitte? Da. Damit ist es wieder im Gespenst. Nein, ein Spirit. Ah ne, warte mal, ich hab Geisterbuch, das war das Falsche. Was haben wir jetzt alles? Gespenst, wir haben Freezing Temperature, Spirit, Box und Fingerprints. Genau, und damit ist es okay. Gespenst. Okay. Fällt noch was hier nochmal? Ich brauche noch ein Foto vom dreckigen Wasser. Was brauchst du noch? Foto vom dreckigen Wasser. Ich rede einfach neben dir. Ich brauche noch Foto vom dreckigen Wasser. Also. Olaf, ja. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben Gefriertemperaturen, die Spiritbox und Fingerabdrücke. Ich frage mich immer, wie Olaf das schafft, am meisten noch Prozente zu haben. Der geht doch eigentlich nicht. Ich bin von aus dem Haus, denn ich weiß nicht, was hier los. Ja, im Haus sein und in der Nähe des Geistes sein sind zwei verschiedene Sachen. Könnte jemand mit ins Haus kommen und mal horchen, ob irgendwo Wasser läuft? Mach ich nicht, dass man mir wieder vorwirft, dass sie nichts tun würde. Ich bin zwar gerade oben, aber oben ist nichts mit Wasser. Wieder unten. Na unten, das hatte ich ja jetzt erstmal ausgemacht, weil das echt nervig war. Ey, das kannst du ja im Nachhinein noch dreckig färben. Ja, klar, ich war jetzt schon zweimal dort, aber...
jetzt noch am Leben von euch drin? Ich. Wir sehen noch alle. Ich habe Olaf weggegeben. Echt, Olaf hat es auch überlebt? Jetzt laut Anzeige, ja. Toi, toi, toi. Ich dachte, Olaf wäre der Erste, der drauf geht. Aber Olaf sagt nichts mehr. Er sollte aber noch am Leben sein, weil die Anzeige kann nicht lügen. Ich meine, er läuft ja auch noch rum. Hi. Happen. Ich hab irgendwo. Ich hab alles fallen lassen. Ich hab alles fallen lassen. Und dann bin ich einfach nur zur Tür gerannt, damit die war auch zu, als habe ich mich einfach in die Ecke gestellt. Ich war ja zum Glück oben, da hab ich mich. Ich war oben, da hab ich mich auch ganz normal in den Raum reingestellt. Vor allem ist die Ulla die ganze Zeit auf der Map rein und rauslaufen. Ich hab wieder so Panik geflogen, ich bin einfach eine Scheibe rausgerechnet, ohne Witz. Türen auf und zu, scheiße. Und dann bin ich sofort weiter, weil nach einfach extra Zimmer. Ich hatte so Schiss, ich hab dauernd irgendwelche Schritte gehört. Und ich hatte so Panik mal wieder. Aber kein dreckiges Wasser. Nicht ein bisschen. Alter, ich hab nur noch 19%, ich geh nicht mehr rein. Ey, guck nochmal nach Wasser. Ich hab den Geist noch erstmal ausgebremst, indem ich an seinen Spawnpunkt Salz platziert hab. Das kommt der allergisch drauf. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Soll ich ihn ein bisschen ausbremsen, wenn er anfängt zu handeln? Olaf, du hast am meisten Sanity. Ich will doch nur mit dir flirten, Olaf. Ja, ich hab so Panik geschoben. Ohne Witz. Der Geist war einfach hinter mir. Ich hab den Hund gesehen. Oder die Hündin. Was ist das? Linda Jason. Linda Johnson heißt die. Nicht Jason. Also. Ja, ist das Gleiche. Du brauchst eine Brille. Zeig sonst nimm doch einfach nochmal Pillen. Ich weiß nicht, weil irgendwie verliere ich auch in diesem Van immer Prozente. Und trotzdem hast du mehr als ich, und zwar auch mehr als die Hälfte sogar. Rein mit dir, du Feigling. Darko, okay, großer. Ich erkläre jetzt mal den Unterschied zum Sterben hier und zum Sterben in Minecraft. Hier ist es scheißegal. Geh rein ins Haus. Bei Minecraft ist es auch scheißegal. Geh rein. Das meine ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, was passiert bei 0%. Stirbst du? Bist du tot? Und darum würde ich dir raten, einfach Sanity-Pillen zu nehmen. Ne, geh du doch rein. Du hast doch mal mehr Sanity als ich. Das spar mal Pillen. Liebe Zuschauer, schreibt in die Kommentare, was, ob Darko ein Feigling ist oder nicht. Wenn ja, Hashtag Feigling in die Kommentare. Ach ja, und bestimmt verlinkt euch Ike auch Gaming Latinum. Auch Ehrenbuch. Olaf, dazu musst du reingehen. Fremdwerbung in meinem Video. Kurzzeitig 7er Wert. Hier, ein Foto haben wir noch. Es muss noch Wasser fotografiert werden. Liegst du eigentlich noch? CO, 2? 10, 10, 10, 10. 10er Wert. Auf der Map, du Vollvogel! Ich guck aber das hier. Das ist nicht die Map! Hat sich doch. Wie wechselst du da eigentlich? Hier mit dem Schalter. Und der linken Maustaste. Also.
Jetzt lass aber auf dem, wo CO2 zu sehen ist. Und Darko, nimm dann das, den Fotoapparat mit. Wir brauchen noch ein Foto vom dreckigen Wasser. Es geht 0, ist 0, ist 0. Das hat CO2 vorhin gestreut. Er lebt doch noch, hat er gerade gesagt. Er kommt gerade zum Wenn. Na, wer stirbt? Tut mir leid. Einer wird sterben. Null. Ich glaube, ich habe jemanden gerade sterben gehört. Oh, Geist rennt aber noch drin herum. Der ist gerade zur Tür hier gerannt. Darko ist gerade gestorben. Der hatte die Kamera. Wegen dem Waschbecken. Der hatte am meisten Sanity von uns. Der war bei 70. Also, zu zwei Darko hat Sanity-Pillen genommen und ist trotzdem jetzt gestorben. Der hatte 70 Sanity. Es war nicht einer, es wurde kein General gehandelt und er war am nächsten dran. Nee, Olaf war. Stopp mal! Nee, Olaf war am nächsten dran, weil Olaf war hier. Olaf war hier in dem Raum. Wo ihr wart hier. Warte mal, Olaf, warte mal ganz kurz. Warte mal. CO2, ihr wart. Du und Olaf wart hier im Raum. Olaf ist dann vom auf Monitor aus nach rechts, nach links gegangen. Und der Geist ist aber nach rechts direkt auf Darko, der am weitesten weg war und am meisten Sanity hatte. Erklär mir das mal. Keine Ahnung, wo ist Darko ungefähr gestorben? Ich möchte mich auf jeden Fall bei Darko bedanken. Ohne ihn wäre ich vielleicht aufgegangen. In dem mittleren großen Raum war er, glaube ich, zuletzt. Okay, ich hole die Kamera und mache ein Foto von der Leiche. Ja, das ist das letzte Foto. Nein, du bleibst drin. Auf der Kamera ist nur noch ein Foto. Dann macht ein Foto von Darkos Leiche, dass er Geld kriegt und dann kommt er, dann kommst du zurück. Weil dann scheiß mal aufs Waschbecken, Digga, hast du mal. Ich, in dem Moment, wo CO2 rauskommt, gehe ich rein, die Tür fällt hinter mir zu und auf einmal fängt es an zu flackern. Warum passiert mir dauernd sowas? Ja. Ja, ich hab bloß von noch wegen, ich bin ich wollte. Ich bin, ängstlich, Digga, mir passiert die ganze Zeit so. Weil ich wollte noch was sagen, auf immer, ich höre nur noch so, das Walkie-Talkie so komisch rauschen. Gucke, geil, 10er Wert. Was Glück? Wo ungefähr ist er gestorben? Ich weiß, ich sehe nämlich keine Leiche. Warte, ich komm mal kurz rein. Hier vorne beim Eingang liegt er. Vorne Eingang? Ja. Sammel der Typ, warte, ich lese es euch kurz vor. Linda hat vor uns, genau. Okay, er hat das letzte Foto verbraucht, ich kann kein Foto von ihm machen. Darko, es tut mir leid, ich kann kein Foto machen, das letzte Foto ist weg. Hä, wo liegt er denn? Gut, na hier! Hier unten, unter mir. Okay, nee, ich bin mir unsichtbar. Und hier ist die Kamera. Okay, ja, da liegt bei mir eine Dings, wie heißt es noch gleich, eine Taschenlampe, aber ich sehe keine Leiche. Ich hab so nicht, kein Foto machen können. Ja, nicht Kamera, ich meine Taschenlampe, Entschuldigung. Aber ich hab Apparat hier. Irgendeiner, ich glaube das war Darko, hat das letzte Foto von dem Haus hier gemacht. Oh, wow. Darko, es war ein super Schnappschuss von dem Haus, aber entweder Waschbecken oder deine Leiche. Wir haben nichts mehr. Okay, aber ansonsten haben wir jetzt alles, ne?
Gefriertemperaturen, Geisterbox, jo. Fingerabdrücke, jo. Gespenst. Ja, okay. Das. Hat Darko hier was zum Werfen, damit wir sehen, ob was auch hat? Ich hole ihm was zu werfen. Hat er was hier? Ist hier gerade was geflogen? Ich hole ihm was zu werfen. Moment, Darko. Wenn du, Darko, wenn du mich hörst, ich zeig dir ungefähr einen Raum, wo was zum Werfen ist. Das kannst du dann einmal werfen. Olaf. Alles klar. Warum haben wir zwei Dingsdinger? Ich bin nicht drin. Wahrscheinlich hast du statt Thermometer hast du einfach noch eine zweite. Nee, so einen habe ich nicht gekauft. Ich habe nur einen Thermometer gekauft, aber ich frage mich, warum das nicht hinzugefügt wurde. Ich hatte das eigentlich angeklickt. Ja, wahrscheinlich, weil du das falsche geholt hast. Nein, habe ich nicht. Ich habe direkt Thermometer geholt und einen zweiten Futterapparat. Photovoltaikanlage. Plus Sanity-Pillen und eine starke Taschenlampe. Im Übrigen, Olaf, kauf dir bitte eine starke Taschenlampe. Na, wieso soll ich die kaufen? Weil wir alle schon eine gekauft haben. Wir haben alle schon eine gekauft und die ist bei weitem heller. Ja, ich weiß, aber ich brauche die ehrlich nicht. Weil ich werde mir jetzt, wenn ich Level 8 bin, eine Kopfkamera holen. Achso, ja, die ist auch cool. Ich müsste jetzt gleich Level 8 sein nach der Runde. Okay, hier ist eine Tasse reingeflogen. Komm, Beeilung, das Ding geht gerade wieder hoch. Er ist doch nicht drin. 4, 6. Er ist doch nicht drin. Ich bin nicht im Haus. Darko, wenn du alles eingetragen hast, lass die Taste bitte einmal fallen. Also ich weiß nicht, ob man das wirklich als Fallen bezeichnen kann. Er hat alles, wir können losfahren. Sicher? Ja. Nicht direkt im Mute, noch warten. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Gespenst, cool. 60 Minuten. Ach Mann. Wo ist Olaf da? Ich kann die Kopfkamera kaufen! Yay!